Also nach dem Ausdämpfen von der Garnierung, dem Filzteil hier drin, bleiben immer gewisse Leim- und Filzreste hängen und kleben, und die wollen wir nicht in dem neuen Filz drin haben, wenn wir den drauf machen. Deshalb feilen wir den hier mit einer handelsüblichen kleinen Feile weg, damit auch der neue Filz sauber reinrutscht und nicht aufreißt oder keine Knubbel und sonstige Unebenheiten darunter sind. Ist das eigentlich so ein Spezialteil? Oder ist das ist einfach nur eine Feile, eine spitze Feile. Mhm. Und jetzt auch keine Spezialfeile für den Klavierbau? Tatsächlich, das ist eine ganz normale, handelsübliche, feine, kleine Feile, die man beim in vielen Bereichen braucht. Meistens eher Feinmechaniker und Feinmechanikerinnen, aber bei den schwarzen Tasten muss man natürlich mehr aufpassen, weil die Wandung hier viel dünner ist. Wenn du jetzt lernst, das zu machen, was ist so das Erste? Also viel geht da über Sehen und Erklären und dann selber ausprobieren und so die Handgriffe rausfinden, was liegt mir auch besser, weil es nicht immer ein Schema F gibt, sondern das, was einem selber am besten zusagt und was einem am Verein am besten geht. Und jetzt wird die sogenannte Garnierung, also der Filzstreifen, erneuert. Im Moment der im Führungsschlitz, also an der Vordertaste. Das nehmen wir einfach bei uns in dem Fall Warmleim, tragen den auf dem vorderen Teil auf, so viel wie benötigt wird. Der wird dann auf einer Seite angepresst und mit dem Garniermeister reingedrückt und in der Mitte durchgeschnitten. Da einfach einen ganz normalen Klotz fixiert, damit es auch wirklich an den Seiten festbleiben kann. Mit dem Skalpell abgeschnitten und trocknen lassen. Hilft, dass der ein bisschen stabiler ist und vorne nicht so ausfranst. Darf man nicht zu lang machen, weil der brennt auch. Das ziehen wir jetzt einfach so weit rein, die einfach, dass sie aus dem Weg sind. Also hier mit dem Garniermeister trifft man manchmal nicht genau die Mitte und dann bleibt hier noch so ein kleiner Faden hängen. Und damit man da mit dem Führungsstift nachher nicht hängen bleibt und die Garnierung eventuell wieder rausreißt, schneiden wir die hier einmal vorsorglich durch. Thank you.
Das ist jetzt einfach nur erstmal, um die Maschine sauber zu machen. Weil vorher das Kunststoffwachs drauf war. Jetzt brauchen wir das Elfenbeinpolier, die Elfenbeinpolierpaste. Das war's schon. Ovalstifte, weil die halt oval sind. Und das sind jetzt die sogenannten Fleckchen oder die Waagebalkenscheiben oder Scheibchen. Die sind jetzt 1 Millimeter dick und sind einfach nur als kleiner Puffer zwischen Holz der Taste und dem Waagebalken. Wir arbeiten hier in teilweise Zehntel oder Hundertstel Millimeter Genauigkeit. Also wird später auch noch hier ein Punkt sein, dass wir hier Papierscheiben drunter legen, damit die Tasten alle auf die gleiche Höhe kommen. Und da fangen die kleinsten Scheiben bei 0,05 mm an. Und die braucht man auch. Fingerspitzengefühl. Ich würde sagen für den Bötchenausreiber, weil das einfach, da reichen Zehntel Millimeter reichen schon aus, um dass es entweder nicht mehr hält oder dass es noch zu viel ist. Und du feilst da jetzt noch mal irgendwas aus? Es ist oder? Nur ein Aufdrücken, es ist tatsächlich entgegen der Pfeilrichtung. Und wir wollen das lieber ein bisschen weiter haben, aber es soll immer noch gut sitzen. Also hier ist mit der Garnierdrückzange drücken wir die Garnierung etwas weiter, damit der Waagestift sauber hier durchlaufen kann und der Filz nicht unnötig bremst. Ist das eins der Spezialwerkzeuge von letztem Mal? Das ist jetzt die sogenannte Intoniernadel. Mhm. Damit stechen wir die Hammerköpfe einmal vor.
lernt man spezielles Fühlen? Ich würde auch sagen, durch Übung und durch jemanden, der einem zeigt, so ist es richtig, so ist es falsch. Mhm. Aber wie fühlst du das? Also es hilft immer, wenn dann Extreme geschaffen werden. Also wenn man eine Taste super perfekt macht und die andere dann absichtlich falsch, bis man es merkt, damit man genau weiß, worauf es ankommt. Fangen immer als erstes mit dem A1 an und stimmen das auf Tonhöhe. Bei unserem Fall jetzt auf 442 Hertz. Dann stimmen wir die Oktave, die stimmen wir rein, also dass man keine Schwebungen mehr hört. Hier haben wir den Stimmhammer, der sitzt auf den Stimmwirbeln und wir nutzen den, um die Wirbel zu drehen. Nach rechts stimmen wir den Ton nach oben, das heißt, wir spannen die Saite weiter an. Nach links entspannen wir die Saite und der Ton wird tiefer. Da die Saite jetzt mit Spannung und Druck und Reibung überall angebaut ist, also wir haben hier den Druckstab mit Reibung, hier die Silie mit Reibung und weiter unten im Instrument den Steg, wo die Saiten auch nochmal geschränkt sind und auch Reibung erzeugen. Dadurch muss man den Wirbel immer ziehen und dann so hin und her wackeln, damit die Saite wirklich überall nachrutscht. Es hilft auch, den Ton stark anzuspielen, damit die Saite nachrutschen kann. Dementsprechend versuchen wir immer viel zu hoch zu drehen und dann durch leichtes Antippen die Torsion wieder rauszuwackeln.